Guten Morgen aus Bochum und herzlich willkommen auf der Orca NRW Bühne beim University Future Festival 2023. Wir freuen uns sehr, dass es heute endlich losgeht. Und begrüßen ganz herzlich alle Gäste hier im O-Werk und natürlich auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festivals, die uns digital im Stream zuschauen. Ich bin Markus Daimann, bin Geschäftsführer vom Landesportal Orca NRW und ich freue mich sehr, Sie heute durch diesen Tag in Bochum begleiten zu dürfen. Wir befinden uns hier, für alle, die in Bochum sind, im Atrium des O-Werks. Genau eine Etage über den Geschäftsräumen des Landesportals Orca NRW. Doch dieser Ort ist aus einem ganz anderen Grund besonders. Hier in Bochum kann man mit Fug und Recht auch sagen, dieser Ort ist historisch. Vor genau 50 Jahren fand in Bochum die allerletzte Grubenfahrt statt. Insgesamt gab es 19 Schachtanlagen in der Stadt. Warum erzähle ich das? Eine dieser Schachtanlagen war genau hier auf diesem Gelände, die Zeche Dannenbaum. Als die Zechen langsam aber sicher schlossen, stand die Region und die Stadt hier vor einer schweren Aufgabe. Sie musste die Transformation hin zum Industriestandort bewältigen. Ein Glücksfall für die Stadt Bochum war, dass sich der Automobilhersteller Opel entschied, ein Werk hier zu errichten. Und in dem Fall meine ich wirklich hier, also wieder genau auf diesem Gelände, befand sich das alte Opelwerk, genauer gesagt im O-Werk. Früher Opelwerk, heute O-Werk. Der alte Hauptsitz von Opel, der heute unter Denkmalschutz steht. Das ganze Gelände hier war einst eine der modernsten Produktionsstätten weltweit. Und die Bochumerinnen und Bochumer waren stolz, Opelanerinnen und Opelaner zu sein. Seit 2014 aber, als das Werk geschlossen wurde, stand die Stadt wieder vor einer enormen Aufgabe. Die nächste Transformation musste bewältigt werden. Als ich Ende März diesen Jahres, also 2014, auf den Tag genau zum 50. Mal die letzte Zechenschließung in Bochum jährte, veröffentlichte die Stadt folgende Aussage: Der Rohstoff, auf den wir heute setzen, heißt Wissen. Und so passt es perfekt, dass nach der Zeche Dannenbaum und dem altehrwürdigen Opelwerk an genau diesem Ort hier das Landesportal für Studium und Lehre seine Heimat gefunden hat. Und wir heute zusammen sind und beim University Future Festival gemeinsam über die Zukunft der Hochschullehre uns auszutauschen. Wir freuen uns. Zum Programm. Vielen Dank. Der Tag heute steht unter dem Motto Openness und Vision. Und wir haben einiges vor. Von heute Morgen bis abends haben wir ein buntes Programm mit fast 20 Speakerinnen und Speakern zusammengestellt, die interessanten Input geben werden. Mittags wartet ein warmes Essen auf Sie, klassisch Ruhrgebiet, aber lassen Sie sich überraschen. Ab 17.30 Uhr lassen wir den Tag beim gemütlichen Get-Together hier im Atrium des O-Werks ausklingen. Auch hier wird für das leibliche Wohl gesorgt sein mit Getränken und Snacks. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie jederzeit die Kolleginnen und Kollegen von Orca NRW hinten am Anmeldetisch, also für alle, die jetzt hier im Bochum sind, hinten Anmeldetisch an. In den beiden seitlich liegenden Räumen, hier zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen rechts, und hier gibt es sogenannte Community Spaces, die Sie nutzen können. Es darf natürlich auch hier im Hauptraum diskutiert und Fragen gestellt werden. Für alle Teilnehmerinnen hier im O-Werk melden Sie sich gerne per Handzeichen nach den Vorträgen gerne zu Wort. Unsere liebe Kollegin Elisabeth, die Sie hier an der Seite sehen, wird mit einem Mikrofon zu Ihnen kommen, um die Frage entgegenzunehmen. Für alle Online-Teilnehmerinnen schreiben Sie Ihre Frage oder Anmerkung gerne jederzeit in den Chat. Unser Moderator Daniel am Regie-Tisch
wird den Chat im Auge behalten und leitet sie im Anschluss gerne an die Speakerinnen und Speaker weiter. Aber wir freuen uns sehr, dass jetzt schon am frühen Morgen sich einige Speakerinnen und Speaker auf den Weg hier zu uns nach Bochum gemacht haben. Und mit denen würde ich jetzt auch gerne mal sprechen. Und zwar als ersten mit Dr. Klaus Wannemacher vom HIS-Institut für Hochschulentwicklung in Hannover. Lieber Klaus, darf ich dich bitte auf die Bühne zu kommen? Vielen Dank. Guten Morgen. Schön, dass du schon dich so früh auf den Weg gemacht hast. Wie geht es dir und wie war die Anfahrt? Ja, guten Morgen. Wunderbar geht es mir. War eine wunderbare Anfahrt. Wir haben in dieser Halbrotunde hier im O-Werk wirklich einen ganz, ganz eindrucksvollen Veranstaltungsraum. Es ist schade, dass die Online-Teilnehmenden das nicht in vollem Umfang ausschöpfen können, aber hat wunderbar funktioniert. Du bist ja schon öfter beim UFF zu Gast gewesen. Was macht dieses Festival aus deiner Sicht so besonders? Das Besondere des UFF ist aus meiner Sicht, dass wir da heute wirklich das erreicht haben, was wir uns vor 20 Jahren so ein bisschen immer gewünscht haben, dass die unterschiedlichsten Stakeholder im Hochschulsystem heute an diesen Diskussionen um digitale Lehre da teilnehmen, dass das Interesse da ist, dass man diese Breite der Diskussion einfach erreicht, die man sich vielleicht auch vor 10, 15 Jahren schon gewünscht hätte dort. Und du bist ja heute auch an mehreren Punkten aktiv beteiligt. Worauf dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Ja, es soll heute etwas später dann um das Thema OER-förderliche Infrastrukturen geben. Ein Stichwort, den vor 10 Monaten das BMBF auch ausgerufen hat in ihrer OER-Strategie. Es ging da um Fragen, wie Schnittstellen stärker geschaffen werden können, bildungsbereichsübergreifend zwischen den Infrastrukturen unterschiedlicher Bundesländer auch letztlich. Es gab Überlegungen, wie man letztlich native, anschlussfähige Infrastrukturen als Leitidee für die weitere Entwicklung im Bereich von der Stärkung von OER letztlich auch voranbringen kann. Das scheinen auch Überlegungen zu sein, die Förderpolitik möglicherweise in einer solchen Richtung auszurichten. Und deshalb haben wir uns gefragt, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem etwas unbestimmten Begriff der offenen Bildungsinfrastrukturen? Und dem wollen wir nachher ein klein bisschen näher dann nachgehen, auf den Grund gehen. Vielen Dank, lieber Klaus. Sie und ihr merkt, es wird spannend. Deine Präsentation zur Studie Offene Bildungsinfrastruktur beginnt später um 10.10 Uhr. Damit vielen Dank, dass du auf die Bühne gekommen bist. Danke. Und ich sehe noch ein bekanntes Gesicht. Dr. Konrad Faber ist auch schon hier. Lieber Konrad, darf ich dich auch bitte einmal auf die Bühne zu kommen? Ja, Konrad Faber, für alle, die ihn nicht kennen, ist Geschäftsführer des virtuellen Campus Rheinland-Pfalz und ein enger Kollege im Vorstand von KNÖR, dem Kooperationsnetzwerk für OER, um das es heute auch ab 11 Uhr gehen wird. Schönen guten Morgen, Konrad. Ich habe es gerade gesagt, um 11 Uhr sprechen wir gemeinsam über das Kooperationsnetzwerk KNÖR, aber auch vorerst an dich die Frage, was macht aus deiner Sicht das UFF so einzigartig und besonders? Ja, das UFF bildet ja, wie ich finde, eine Vielfalt an Themen ab im Moment. Ja. Und wenn man so da drauf guckt auf die Programmatik und das Programm, dann glaube ich, dann bekommt man auch so einen guten Eindruck, an welchen Themen auch gedanklich gearbeitet wird. Ja. Und das finde ich natürlich schon spannend. Aber wenn ich jetzt auch mal gucke, wo wir uns hier in dem schönen Gebäude und dem schön gestalteten Raum hier befinden, dann finde ich natürlich auch klasse, dass dezentrale Orte hinzugefügt wurden. Ja. Und ja, das Orca dem Thema OER und auch KNÖR eine Bühne gibt, ja, das ist natürlich großartig, hervorragend. Ne? Danke. Dann noch eine Frage zu KNÖR, zu unserer Session. Ich weiß es ja, weil ich bin ja selber dabei, aber worauf können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen in unserer Session zu KNÖR ab 11 Uhr? Ja, also KNÖR, also als junges Kooperationsnetzwerk, da wollen wir einen Einblick geben, an welchen Fragestellungen wir arbeiten und auch schon gearbeitet haben. Natürlich, was und wer wir sind. Hier sind ja auch einige Vertreter von anderen Netzwerkpartnern und vielleicht kommen ja noch ein paar hinzu. Wir gucken, glaube ich, auch mal kurz noch auf die Website von KNÖR. Und ja, diskutieren vielleicht auch noch an wichtigen Fragestellungen. Aber ich weiß, dass auch hier Netzwerkstellen von Orca dann hinzukommen werden. Da freue ich mich schon drauf, die kennenzulernen, die Kolleginnen und Kollegen, weil das ist ja auch, wie ich finde, ein sehr bemerkenswerter Ansatz, diese Zentralität und Dezentralität bei diesem Thema.
Sehr schön, darauf freue ich mich und dir vielen Dank. Bis dahin. Ja, super, bis später. Ne? So, und ein weiterer Gast hat sich auch schon heute Morgen auf den Weg gemacht, nämlich Julien Thürasch. Lieber Julien, komm bitte auch einmal auf die Bühne. Julien arbeitet bei uns im Landesportal Orca NRW. Ist ja praktisch ein Heimspiel für dich, aber du bist ja schon verkabelt. Magst du dich einmal vorstellen, bitte? Ja, hallo allerseits. Mein Name ist Julien Pyrasch. Ich arbeite im Projekt Kuration und digitale Kompetenzen hier bei Orca seit mittlerweile ziemlich genau einem Jahr. Und freue mich natürlich auch, Sie alle hier begrüßen zu dürfen und freue mich gleich im Anschluss, unser Projekt ein wenig präsentieren zu dürfen. Sehr gut. Du hast es gerade genannt. Dir kommt ja die große Ehre zu, dass die Partnerbühne inhaltlich zu eröffnen mit deinem Vortrag. Um was wird es denn da gehen? Wir haben bei Orca uns der Herausforderung gestellt, ein wenig Ordnung in die ganze Landschaft zu bringen. Wir sind ein Landesportal. Wir wollen Material anbieten. Aber wie macht man es auffindbar? Wie wählt man die Begriffe, die das Material gut repräsentieren? Das war unsere zentrale Frage, die wir mit einer Einladung verknüpft gleich hier vorstellen und diskutieren wollen. Sehr gut. Lieber Julien, vielen Dank. Bis dahin, wir freuen uns gleich auf deinen Vortrag. Aber bevor es mit Julien losgeht, haben wir noch einen weiteren Gast, beziehungsweise eine Gästin, nämlich Svenja Götige von der FH Münster als Netzwerkstelle. Liebe Svenja, bitte komm auch einmal zu mir auf die Bühne. Genau, Svenja Götige ist eine von über 37 Personen, die Netzwerkstelleninhaberin ist und damit die Ansprechperson Nummer 1 in NRW, wenn es um OER und Orca NRW geht. Und zusammen mit zwei Kolleginnen haben sich heute zum Abschluss des offiziellen Programms etwas ganz Besonderes überlegt. Das weltweit erste Quiz: Wer wird Millionär? Svenja, wahrscheinlich denken sich jetzt viele Besucherinnen und Besucher, was hat es denn damit auf sich? Kannst du uns dazu einen kurzen Einblick geben? Ja, sehr gerne und guten Morgen auch von meiner Seite. Wir werden nachher zu dritt ein Quiz durchführen, sowohl online als auch hier mit den Anwesenden vor Ort und möchten Ihr Wissen rund um OER auf den Prüfstand stellen. Es lohnt sich teilzunehmen, insbesondere für diejenigen, die sich online dazu geschaltet haben und hier nicht am leckeren Essen und Get-Together teilnehmen können, denn es gibt was zu gewinnen. Bleiben Sie also bis zum Schluss gerne auch online dabei und schalten Sie sich ein. Super, vielen Dank, Svenja. Wir freuen uns sehr. Ist, glaube ich, nochmal ein großer Anreiz. Der Beitrag wird am späteren Nachmittag stattfinden. Also ein Anreiz, sein Sitzfleisch nochmal zu trainieren und hier zu lange auszuharren. Für das leibliche Wohl ist ja eben mehr als genug gesorgt. Also meine lieben Damen und Herren, ich würde vorschlagen, lassen Sie uns gleich beginnen, aber bevor, holen Sie sich gerne noch einen Kaffee, Tee oder ein nicht alkoholisches Kaltgetränk an den Catering-Stationen im hinteren Bereich, also für alle, die jetzt hier im O-Werk sind. Wir beginnen dann pünktlich um 9.35 Uhr mit dem ersten Programmpunkt. Und damit vielen Dank, wir freuen uns sehr auf das University Future Festival 2023.